Hallo und herzlich willkommen hier zurück an Neujahr zu einer Folge Team Fortress 2. Ist jetzt erst wieder seit ewigst kalten und jetzt eben auch hier komplett flüssig. Ich nehme heute nur eine Folge auf. Da ich denke, dass in den weiteren Folgen dann auch die anderen wieder mitmachen werden. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich halt jede Folge eine Klasse nur spiele. Also heute eben fangen wir mit dem Scout an. Legen wir erstmal noch die Gegend. Und ja, let's go. Schauen wir mal, was wir reißen können. Ich spiele wieder CTF schnell. Das ist ja schon beinahe Klasse. Und gerade sind sogar relativ, naja, okay, viele online, sagen wir mal. Was, wo ist die Sanction? Okay, alles gut. Nein. Gut. Wir hatten schon mal Glück, dass sie nicht mehr auf, noch nicht auf Level 3 sind. Ja. Und im Endeffekt habe ich vor, eben mit dem Ambiente und mit dem Game Team ein bisschen aufzunehmen, dann später noch. Aber wie gesagt, wir haben jetzt heute keine Zeit, beziehungsweise keine Lust, die Fortress aufzunehmen. Ich muss jetzt erstmal weg. Die Mongos machen gleichzeitig noch meine Aufgabe eigentlich. Gleich sie von meinem Team. Aber ich sage jetzt einfach mal nichts. Spaß. Okay, let's go. Das war ein bisschen scheiße hier. Mit Criticals da rauszurennen. Naja. Da vorne ist ein Ding. Das ist doch echt ein Witz, oder? Das kann das jetzt sein. Ein Kill war auch nur dadurch, dass wir direkt vor ihm standen. Also uns mit seiner Raketen einfach haben. Alter, ich habe ihn doch voll in Critical reingesammelt. Oh. Ganz ehrlich, ich wechsle jetzt halt einfach mein Equipment. Gefällt mir nämlich nicht. Was ist das hier? Wobei ich aber glaube ich gar keine andere Scattergun habe, außer natürlich die normale Scattergun. Und dann eben noch die Force A Nature hier. Und dann habe ich alle vertickert. Auf dem Community Markt. Genau, seit der letzten Folge. Ich meine, das ist ja auch schon ewig her, ne? Also das ist doch. Okay, wir müssen jetzt das Ding wechseln. Habe ich mir zum Beispiel auch hier mal was gekauft für die Worte. Das heißt, ich habe jetzt das erweiterte Inventar. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen. Über irgendwas in Richtung. Kein Platz für neue Gegenstände oder so. Alter. Womit hat der uns vergiftet? Was läuft hier gerade schief? Okay, was war das für ein Bug? Ich habe ihn doch zweimal getroffen. Dann ziehe ich die vier Premium-Spieler. Richte ich mich schon wieder auf. Weißt du, das kotzt mich so an, wenn du von einem getötet wirst, dann siehst. Weißt du, eben davor noch ein paar Schüsse natürlich waren und alles. Und dann siehst du folgendes. Er hat noch volles Held. Ja klar, ist logisch. Natürlich. Alter, wie viel Spice haben wir denn? Das kann nicht euer Ernst sein. Was ist das denn jetzt hier? Das ist natürlich auch die perfekte Basis, um hier als Scout was zu reißen, natürlich. Das ist ja ganz No-Go. Rein da. Wir müssen hier mal ganz kurz raus. Mal kurz hier ans Healthpack ran, weil sonst können wir bald nimmer ans Healthpack ran, ne? Im Sinne von, wir sind da tot. Heilige Makrele habe ich auch. Oh, ist easy. Du kannst als Scout kein Premium-Spieler töten. Das ist einfach. Man schafft es nicht. Ich bin wieder im dreckigsten Team auf dieser Welt. Also dieser Überlustige, der meint, der Name originellen Namen einfügen wäre ein lustiger Name. Es ist nämlich kein lustiger Name, by the way.
Nur mal so als kurze Anmerkung, so was die Geschmäcker bei meinen Nicknames sind. Es gibt es nicht. Wir machen Kürzliches vielleicht, aber sonst. Fuck, drei ist das? Da haben wir gerade schon drei. Ja, komisch. Egal. Hier ist die Sentry. Ist immer noch. Alter, die gibt einen ja mal gar nicht mit. Was schießt er denn auf mich? Wie soll ich denn zwei sein? Ey? Da krieg ich doch die. Da krieg ich doch echt die Semmel vor den Latz gehauen, ey. Was bist du denn jetzt für einer? Der bewegt sich. Ah, das ist ein Bot, okay. Ich wollte gerade sagen, er bewegt sich wie ein Bot. Fuck you. Wie viel ich eben. Wie. Ich fast nur den Spot noch dran geht, der irgendwie so schlecht war. Ah, nur mit dem Premium. Also echt, die müssen mir echt überlegen, ob ich nicht mehr den Server wechseln will. Das kotzt mich schon nach 6 Minuten. Kotzt mich das schon wieder an. Übrigens. Neues Aufnahmeprogramm, weil ich ja jetzt. Toll. Wahnsinn. Weil ich ja jetzt hier Windows 8 habe. Genau gesagt, Windows 8.1. Brauche ich ja neues Aufnahmeprogramm und ich habe eins gefunden, das ist nur zu empfehlen. Es kostet 16 Euro. Es kostet 16 Euro, aber es ist die 16 Euro wert. Ihr seht hier nämlich gerade das, was es aufgenommen hat. In unbearbeiteter Qualität. Also manche machen da noch was mit Audacity und was. Wo bin ich jetzt eigentlich hingerannt? Ja, mit Audacity irgendwas für den Ton. Nein, brauchst du bei dem Programm nicht. Und das ist Action von Mirillis, glaube ich. Alter, ich dachte schon, wie viel hält der denn jetzt wieder aus? Willst du mich verarschen? Dann mach was anderes, danke. Dieses Programm ist übel geil. Das müsst ihr euch auch holen, wenn ihr Windows 8 habt. Und ja, also solange ich bei einer Folge nichts schneiden muss, kann ich hier direkt raus exportieren aus dem Programm. Und hab dann meinen fertigen Film, den ich direkt auf YouTube hochlade. Scheiße, das war schlecht. Hätte viel schneller reagieren müssen. Und dieses Programm ist wirklich gut. Aber was macht ihr denn? Das kann doch einfach nicht wahr sein, ey. Also glaubt mir, ohne Witz, eine komplette Runde als Scout spielen ist schon krass schwer, muss man auch so sagen. The enemy has dropped our intelligence. Ja, endlich ist da mal der dritte Kill. Und da ist er gleich wieder, weil er Premium hat. Und meint, er ist geil damit. Wisst ihr was? Da wir sowieso nur die Folge aufnehmen. Ja, habe ich es jetzt eigentlich schon zu spät aktiviert, aber. Worst. Als Gott wird das geht dann auf kurze Entfernung großen Schaden zu und kann er, weiß ich schon. Macht man hier nämlich auch mal den Premium. Machen wir den jetzt mal einfach ganz flotti karotti. Ich war mal gerade unschlüssig, ob ich den mal hinschauen soll, ob das nicht ein Spyomatic ist. Hier ein bisschen YouTube-Channel-Werbung. Wie seid ihr denn nicht gesagt? Nice one. Dann können wir nämlich den dritten Jump auch noch und den vierten auch noch. Ja, mach mal doch gleich den tausendsten Jump. Lass mir hier mal so ein kleines Winterwegchen stehen. Und jetzt kommt hier das Overpulsen. Dauerfeuer. Auf dieser Pistole. Und wartet, jetzt. Jetzt, warum ich Premium-Server hasse. Jetzt, warum ich sie hasse. Oder zumindest die Leute, die da drauf mit Premium spielen. Und zwar schaut euch das an. Wir haben jetzt den Shortstop. Hallo? Ich will es jetzt ändern. Egal. Müssen wir uns da einmal töten lassen, jetzt mal ganz blöd. Lassen wir uns jetzt absichtlich töten. Alert.
Ja, mach mal 4 Sprünge, genau. 2, 3, 4, 5, 6. Alter, wie overpowered das mittlerweile ist. Ich weiß noch, früher konnte man dann nur 3 Sprünge machen. Ganz. Aber mal 1000%. Weißt du jetzt? Genau, mach mal 6 Sprünge hintereinander. Leck. Doch, am Arsch. Ja, genau. Wie viele Sprünge? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Könnt ihr gerne nochmal zurückspulen und nachschauen. Alter, dieses, also Premium ist echt das Behindertste, das ist was ist das denn jetzt hier wieder für ein Bug? Also... Komm, töte mich. Töte mich. Töte mich doch! Oh. Der kommt unwahrscheinlich oft. Aber hier kann man jetzt das Ausrüstungsset ändern, oder? So, jetzt schaut euch das an. Man kann hier die Shortstop Infinite. 1, 2, 3, 4. Wie overpowered das ist. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 7 Sprünge. Also das ist für mich unverständlich, dass sowas zugelassen werden kann. Ich finde, es sollte Premium-Server wirklich verbieten. Klar, man muss nicht auf Premium-Server spielen, aber komm. Allein, dass es sie gibt, ist ein Witz, meiner Meinung nach. Weil das ist ja echt das Letzte. Ja, dieses Missen. Ihr könnt mal bitte in die Kommentare schreiben, wie man dieses Missen kriegt. Ich will das auch haben. Dass man immer verfehlt wird. So. Hä? Wo ist der jetzt hin? Ach, der ist irgendwie. Okay, okay. The Spy. Also, das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und ich spiele jetzt hier schon wirklich sehr, sehr lange auf diesem Server. Aber dass man da Infinite quasi springen kann. Hallo? Was war das denn wieder? Sowas verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Und sonst so? Kommt ins neue Jahr gestanden. Mein Handy ist hier natürlich nicht am 1.1. Ich hoffe, das ist klar hier, ne? Also am 1.1. aufnehmen ist ein bisschen komisch in meinen Augen. Ist mir ein bisschen suspekt. Also haben wir hier unseren Infinite Shortstop. So, das bringen wir noch nach Hause und dann beenden wir diese Folge auf diesem noch krasser Noob-like Server als wirklich. So, let's go nach Hause. Alert, the enemy has taken our intelligence. You failed. The enemy has captured our intelligence. Aha. Alert. The enemy has taken our intelligence. Success. We have secured the enemy. Schau dich das an, wenn man hier könnte das haben. Krass, das ist allerdings. Oh, hier, die Namen eigentlich gelöst. Tschüss. Das war es. Kriegen wir noch Geschenke? Nein, leider nicht. Dann sage ich bis in einer Woche. Zur nächsten Runde Team Fortress, vielleicht hoffentlich mit Mitspielern hier in Teamspeak-Skype-Voice-Chat und ciao.